Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 Skull of the First Sin. Die dritte Episode, die dritte Folge. Wir holen uns direkt das Feuerschwert. Wir wollen nicht lange rumschnacken. Bringen uns fast selber um. Und dann machen wir einfach einmal so. Drehen uns um, um den zu töten. Okay. Wurfmesser 1. So, wir könnten jetzt die Leiter hier runter. Aber den Weg mag ich nicht. Den Weg bin ich noch nie gegangen. Die Leiter einfach runter. Wir nehmen nämlich den coolen Weg. Indem wir... Hier ist kein Item, ne? Nee, hier ist kein Item. Nehmen den coolen Weg, indem wir hier einmal rüberspringen. Uns das Menschenbild hier holen. Und dann visieren wir den an. Okay. Töten den. Oh, der Gegenstand ist runtergefallen, ne? Ja. Tut mir leid, wenn ich die Kamera noch ein bisschen behindert bewege. Ich bin noch nicht eingewöhnt wieder an das Spiel. Sehe der vor nun einen Untoten und Fackel ist gut. Ups. Oh mein Gott. Ich werde gerade gegangbankt. Mag ich nicht. Uiuiui. So. Was geht, People? Okay. Die droppen aber echt krass. Die Droprate ist richtig hoch. Was ist los? Also ohne Spaß. Die droppen halt die ganze Zeit was. Oh, cool. So ein Turtle ist hier. Was geht? Dicker. Du bist zum ersten Mal hier. Oh, scheiße. Lass mich in Ruhe. Ja, und der droppt dann natürlich nichts. Ich schätze mal, die respawn auch. Ich wüsste nicht, wieso die nicht respawnen sollten. Die respawnen ja auch im nächsten Gebiet, wo wir dieses hoffentlich sehen. Drei Ebensteine. Okay. Ich benutze mal einen. Für später hätte ich mir vielleicht aufheben können, aber egal. Ich brauche den gleich vermutlich. So, gehen wir erstmal in die Höhle rein, die ich sehr oft... Habe ich mich erschrocken jetzt. Mein Herz. Der ist neu. Der ist neu. Der ist neu. Ach du meine Güte, habe ich mich erschrocken. Hohoho. Der ist neu. Kann ihn nicht oft genug betonen. Ah, guck mal. Ich glaube, der wurde auch retextured. Der sieht hübsch aus. Der ist leider nicht so gut. Ja, ich gehe mal erstmal in die Höhle, die ich sehr oft vergessen habe, weil dann ja nicht mein Feind ist oder so. Sondern es ist halt einfach die Höhle da, die existiert halt und das war's. So, werde ich hier wieder getrollt oder gibt's hier keinen Troll? Es gibt hier keinen Troll in Schola? Es gibt keinen Troll in Schola? Das ist aber komisch. Langschwertfeuer. Damit haben wir das. Okay. Ja, benutzen wir einen Heimatknochen. Das Langschwertfeuer ist eines der besten Startwaffen, die man haben kann. Ehrlich gesagt. Es ist ziemlich, ziemlich stark. Ich glaube, ich nehme das sogar. Ich glaube, das Langschwert ist auch retextured, oder? Ach, den kann ich gar nicht benutzen. Ich habe zu wenig Geschick. Egal. Ich level dann gleich. Ja, guck mal, das ist auch die Textured. Guck mal, wie hübsch das ist. Und das Langschwertfeuer ist halt ziemlich OP, weil das Moveset ist perfekt. Sehr horizontal. Dann gibt es einen Stich. Und es ist schon Feuer enchanted. Das ist einfach ein richtig, richtig gutes Schwert. Deswegen gehe ich auch erstmal und level das. Also level mich, um das zu benutzen zu können.
Mit dem Langschwertfeuer kann man locker das Spiel durchspielen, ich sag mal so. Mit dem Langschwertfeuer kannst du wirklich jeden einzelnen Boss besiegen in diesem Spiel. Aber das kannst du eigentlich mit jeder Waffe. Kannst du auch mit bloßen Fäusten. Deswegen sagt das nicht so viel aus. Belastung habe ich eigentlich ziemlich wenig. Nicht wahr? Intelligenz habe ich auch viel zu wenig. Aber ich bin ja kein Typ. Weiß nicht, wie die heißen. Zauberer. So, nehmen wir einfach mal das Langschwertfeuer mit. Wieso nicht? Dann sind wir halt ein bisschen stark. Ich versuche generell mal vielleicht neue Waffen auszuprobieren, alle Waffen mal kurz zu zeigen, die regelmäßig zu wechseln. Irgendwann so im Late Game sollte man sich auf eine Waffe festlegen, aber bis dahin dauert das ja noch. So, gucken wir mal, was hier neu ist alles. Ist hier ein Gegner? Guck mal, hier ist ein Gegner. Das habe ich schon gerochen, dass hier ein Gegner sein wird. Das habe ich geahnt. Dafür ist der da unten weg. Ich will Parryn üben. Ich bin schlecht im Parryn, wie man sieht. Außerdem habe ich das lange nicht mehr gespielt. Okay, nochmal. Mann ey, dann nicht. Wollte nur das Parryn üben. Aber das kann ich anscheinend nicht mehr. So, gehen wir mal hier rüber. Der ist gleich. Exakt gleich wie vorher. Sehen das von den Rundtoten. Okay, hier, das ist abgeschlossen, bis ich den Boss besiegt habe. Korrekt. Genau, das wusste ich alles. Der ist auch gleich, der Bro. Dann gehe ich mal erstmal in das Gebiet. Ah, oh, das ist auch verschlossen. Das ist auch neu. Oh nee, das war schon immer verschlossen. Okay. Ich bin einfach nur ein bisschen vergesslich. Für mich kommt jetzt sehr, sehr vieles neu vor. Was vielleicht auch gar nicht neu ist. So, ich gehe erstmal hier hin. Was ist hier? Der Typ ist weg. Nein, der ist er nicht. Er ist nur verlegt. So, was ist denn hier Schönes? Hier war ein Typ, ne? Den kann man so ganz einfach andocken. Okay. Aua. Und was ist hier? Aua. Ah, guck mal, da oben ist ein Typ. Der ist neu. Dann gehe ich erstmal hoch und töte den, weil der ist echt nervig. Der kann mich nämlich von so ziemlich überall sehen. Hm, was gibt's denn hier Schönes? Ach, guck mal, der ist auch neu. Was geht, Bro? Hier ist jetzt natürlich ein sehr großer Nachteil, das Feuerschwert zu benutzen. Das haben die Entwickler gesehen. Weil das Feuerschwert lässt auch alles explodieren. Genauso wie seine Waffe. Deswegen kann ich zum Beispiel hier das Feuerschwert gar nicht benutzen. Bis er das nicht zerstört. Ach, das ist der Typ. Guck mal. Der da oben hat anscheinend immer noch Feuerbomben und wartet darauf, dass ich in die Nähe komme. Ja, juckt uns nicht. Wir gehen weiter. Ich könnte theoretisch hier drauf, ne? Das habe ich auch noch nie versucht. Guck mal. Ja. Jetzt weiß ich, wieso ich es nie versucht habe. Aber. Der Schild ist auch retextured. Alles retextured hier. Ich sehe nicht irgendwo normalerweise der Crossbow. Nee, ne? Das bilde ich mir nur wieder ein. Ups, Alter. Es geht, Bro. Gucken wir mal hier links, ob das Item immer noch das gleiche ist. Titanscherbe. Ich glaube, das ist gleich. Könnte auch falsch sein. Ich weiß es nicht. Wie kommen wir jetzt hoch? Stimmt, muss ich außen rumlaufen. Toll. Wie viele Leute das hier spielen? Das ist aber cool. Ich dachte, das Spiel wäre ausgestorben. Hm.
kann ich ja bestimmt noch mal ein paar Invasions und sowas haben, dass Leute mich invasieren. Das ist auch immer lustig. Das habe ich nie gehabt in Dark Souls 2. So, der Typ ist neu platziert. Ein bisschen schwieriger zu handeln jetzt, wo er neu platziert ist. Okay. So, das ist gleich geblieben. Das ist auch gleich geblieben, das Item. Der ist tot. Ich hoffe, hier kommen keine neuen. Den töte ich jetzt als erstes. Okay, das war ein Fehlversuch. Gelbes Kraut ist auch gleich geblieben. Und hier ist der Morlin. So heißt der. Kale. Ah, schade. Wer war denn Morlin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist Kale. So, er hat mir seinen Hausschlüssel gegeben. Und wenn ich noch ein bisschen mehr mit ihm rede... Okay, jetzt kommt er in sein Haus zurück, sobald ich das Skelett im Keller getötet habe. Falls da noch ein Skelett ist, vielleicht ist er jetzt was anderes. Genau, genau. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Ich wurde invasiert. Wo? Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich invasiert werde. Guck mal in Dark Souls 2. Oh, das ist aber schön. Da bin ich jetzt aber irgendwie ein bisschen gespannt drauf. Nehmen wir mal die zur Sicherheit. Wo ist das denn, die Regina? Das ist echt schön. Ich wurde noch nie invasiert in Dark Souls 2. Nur in Dark Souls 1. Und das habe ich ja nie durchgespielt. Das bedeutet, hier ist sehr, sehr vieles neu für mich in diesem Let's Play. Erstens... Generell Scholar of the First Sin. Oh, da hinten. Zweitens, Online-Play. Hallo? Ich kann nicht... Wieso kann ich das nicht... Hallo? Was ist das denn? Aua. Ich kann mich kaum bewegen. Das ist voll komisch. Ich konnte mich die ganze Zeit kaum bewegen. Hä? Das hat mich getroffen? Ich glaube, die Person leckt ein bisschen und deswegen kann ich so kaum Sachen machen. Ja, ich bewege mich gerade. Also das leckt ein bisschen gerade, was wir tun. Aua. Wieso werde ich davon getroffen? Kann er nicht unendlich haben. Wieso werde ich davon getroffen? Oh, ich darf da nicht rumschlagen. Das ist... Ich habe nämlich das Feuerschwert, ja? Ha! Easy. Ha! Meine erste Invasion überlebt. Easy. Das war ein bisschen komisch. Hat ein bisschen rumgeleckt, oder? Ja, ja. Hat einfach, weil das online war, rumgeleckt. Okay, yo. Bro. Ja, ich treffe ihn nicht. Er trifft mich nicht. Wir sind quitt. Tschüss. Hier erkläre ich jetzt was. Ich versuche euch nämlich was Speedrun-Taktiken zu zeigen gegen diesen Boss. Ihr seht jetzt hier diesen fetten Boss, der jetzt gedroppt wird. Wenn man jetzt von der... den kann man entweder hier besiegen oder in der Boss-Arena. Den wird man aber ganz oft im Spiel besiegen, also keine Sorge. Wenn ich jetzt die Boss-Arena verlasse, dann teleportiert er sich weg. Ich zeige euch nämlich die Speedrun-Taktik, wie man ihn umbringt. Und keine Sorge, man sieht ihn öfter im Spiel. Spoiler-Alarm. Das bedeutet, es ist nicht schlimm, wenn ich ihn nicht als Boss besiege. Ich kann ihn später auch als normalen Gegner nochmal besiegen. Ups. Hm.
Mann, die Folgen sind zu kurz. Hat man ja gar keinen Fortschritt hier. Lebensstein. Ja, den Boss, ich versuche die Speedrun-Taktik mal zu zeigen, falls ich die überhaupt noch kann. Und dann, ja, das daran zu zeigen, weil man im Vanilla Dark Souls sieht man den öfter. Das heißt, es ist nicht schlimm. Ihr verpasst den Kampf nicht. Den zeige ich dann halt einfach nur irgendwann später. So, die zu besiegen hat keinen Sinn, weil wir ja eh zum Bonfire jetzt erstmal gehen. Da sind diese Dinger, die ich einfach zerstört habe von innen. Okay. Da würde ich aber sagen, war es das trotzdem mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut in die Videobeschreibung für die Playlist. Und auf meinem Twitch-Kanal für Livestreams, die sehr viel öfter kommen als diese Videos. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge erstmal die Menschen an. Also das Haus von dem Kale. Und dann machen wir den Rest vom Wald der gefallenen Riesen und besiegen den Boss, den ersten Boss in unserem Spiel. In diesem Spiel. Würde ich sagen. Ciao. Leute.